Julia Sterzing und ich bin ein Mensch wie ihr. Genau deswegen bin ich ja auch heute hier. Was sind wir Menschen? Was heißt es, ein Mensch zu sein? Was ist der Mensch? Vom Affen bis hin zum Klugen, naja, sagen wir bis zum Menschenkind. Bei klug bin ich mir noch nicht wirklich sicher, ob hier alle angekommen sind. Doch die Evolution ist, möchte man meinen, zufrieden mit dem klugen Ding auf zwei Beinen. Wer schnell urteilt, irrt jedoch an dieser Stelle, wissen wir doch alle, ist die Evolution doch weitaus mehr als nur eine Novelle. Was macht einen Menschen zu dem Menschen, der wir nun heute sind? Wir sind menschlich. Wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Wir sind menschlich, weil wir Menschen sind, ein unbestreitbar zweibeiniges Menschenkind. Wir versuchen es zumindest, ja, wir versuchen es zumindest zu sein, aber Mensch zu sein reicht doch nicht für die Menschlichkeit allein. Wir hetzen, wir jagen, wir quälen uns durchs Leben. Wir Menschen haben einander nichts zu geben. Jeder Mensch, das große Ich zuerst, das kleine Wir zuletzt. Oh, es tut mir leid, aber ab hier werden weiter große Egos verletzt. Denn wenn man da so durchs Leben hastet, nicht einen Tag Ruhe für die Seele fastet, dann vergisst man sich oft zu fragen, was heißt es heute wirklich, ein Mensch zu sein? Der moderne Mensch von heute arbeitet ohne zu ruhen, keine Pausen für etwas Kreatives, es gäbe ja zu viel zu tun. Den Menschen gehört die Welt, diese Menschen sind an der Spitze der Arbeitskette, sie lassen niemals los. Was für ein lächerlicher Gedanke, dass das Leben mehr zu bieten hätte als Arbeit. Dass die Welt uns mit wunderbaren, wunderschönen, wunderlichen Wundern zu verwundern vermag. Nein, diese Menschen sind an der Spitze der Nahrungskette. Nein, diesen Menschen, denen gehört die Welt. Nein, diese Menschen machen alles, nur so, wie es ihnen gefällt. Zeit ist Geld und Geld ist Macht. An Verschwendung von beiden etwas zu erleben, daran wird nicht gedacht. Fremdenhass, Atomkraft, Klonen, Fracking, DNA. War das Menschsein nicht irgendwann einmal wunderbar? Kläglich die klaghaften Versuche unserer Ankläger, den Klagen der geldkargen Menschen Folge zu leisten. Wir Lobbyisten, wir Billigsdörferkonsumisten, wir Menschen leiden darunter am meisten. Aber keine Sorge, unser Geld regierte doch schon immer die Welt. Wer braucht schon ein freundliches Lächeln, guten Zuspruch und einen nicht atomar verstrahlten Teich? Niemand, das alles macht uns doch nicht reich. Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe. In der Geschichte bewährte sich noch nie das Reden. Mit so etwas gewinnen wir keine Kriege. Wir sind menschlich. Wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Also ein konsumgeschädigtes, egoistisches Kapitalistenkind. Doch nicht nur die Großen der Welt machen nichts und tun nur das, was ihnen gefällt. Da gibt's doch auch die Jugend von heute, so wie mich, eben die jungen Leute. Ein ganz kluger Mann hat mal gesagt, sicher, mich hat wieder mal keiner gefragt. Wir schwadronieren zu viel und tyrannisieren unsere Lehrer, haben keinen Funken von Respekt und bei Tisch halten wir lieber unsere Manieren verdeckt. Ja, diese Beschreibung passt perfekt zu uns. Diese Beschreibung ist sogar so aktuell, wahrscheinlich stammt sie sogar von RTL. Nein, diesen Spruch ließ jemand anderes um 469 vor Christus los. Unter dem Namen Sokrates wurde der mal ganz groß. Also, doch wieder nicht so aktuell, passt, finde ich, jetzt auch wieder besser zu RTL. Aber kennen wir sie doch nicht auch? Die faulen weißen Caps mit den roten Schuhen, die nichts lieber tun als chillen mit ihren großen Sonnenbrillen. Ja? Wir sind menschlich, sagen sie. Sie sagen, wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Sie sagen, wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Ein unbestreitbar gechilltes, mit roten Schuhen ausgestattetes Hipsterkind. Aber nicht nur von Swaggern haben wir in dieser Welt genug. Wir haben wirklich große Meister. Meister im Selbstbetrug. Es sind die großen Planer, die fast hätte ich getan, aber Indianer, die ihr Heiligtum das Fernsehen verehren und uns jeden Tag mit dem neuesten Klatsch von wer wird das nächste Magermodel beehren? Ist es nicht traurig, dass fast jeder Familien einen Brennpunkt kennt, aber keiner mehr ein Buch sein eigen nennt? Sollten wir lieber aufstehen von den virtuellen Exzessen und Verdummungsprozessen? Doch wollt ihr wissen, was ich denke? Dass ich allen Stylen, Übermächten und anderen Dingen zum Trotz immer noch mein Schicksal lenke. Es ist ja mein Leben, unser Leben. Wir haben der Zukunft doch noch so viel zu geben. Es gibt ja unter uns noch Querdenker, Freigeister und Elektroautolenker. Wie viele davon sitzen doch heute nicht hier? Ja, sogar welche, die uns die Welt mit wunderbaren, wunderschönen Wundern näher bringen. Wir müssen uns nur mal Zeit nehmen, hinter diese Fassade zu blicken, den Menschen dahinter zu sehen, Probleme nicht nur zu bereden, sie auch wirklich anzugehen. Ich denke, wir sind menschlich. Ich denke, wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Ich denke, wir sind menschlich, weil wir Menschen sind. Ein unbestreitbar, unperfektes, perfektes, frohes Zukunftskind. Danke.